Die Zeit rennt, man glaubt gar nicht, wie schnell das geht. Es war doch gerade noch gefühlt Hochsommer. Und jetzt sind es keine 60 Tage mehr bis Heiligabend. Und das ist genau die richtige Zeit, um sich um Geschenke zu bemühen. Und in dieser Sendung sprechen wir vor allem für Geschenke in Trends 2022 für Kinder und auch für Heranwachsende. Und was ich wichtig finde, ist, auch wenn wir dieses Jahr sparen müssen, an allen Ecken und Enden. Wir kennen alle die Probleme, beim Leuchten der Augen der Kinder an Weihnachten, da sollten wir nicht sparen. Ja. Dementsprechend richtig tolle Geschenke ausgraben. Und ausgraben ist vielleicht genau das richtige Stichwort für unser erstes Produkt, das Diana uns jetzt bringt. Und wir sind hier alle begeistert. Und ich denke, Sie zu Hause werden genauso begeistert sein. So, reden wir über Dinosaurier, reden wir über Tiere, die zwar schon ausgestorben sind, die wir aber als Spielzeug anbieten können. Jetzt zeige ich Ihnen mal was und ich halte den guten Kerl jetzt hier extra mal etwas näher an mein Mikrofon, damit Sie ihn mal brüllen hören. So oder so ähnlich klingt das vielleicht auch bald bei Ihnen zu Hause im Kinderzimmer. Achtung. Oh, sehr gefährlich. Ist das cool? Warst du das oder war das der Dino? Nee, das war der Dino. Das war ich. Das war mein Magen, der hat Hunger. Ich darf dir den Dino mal übergeben, am besten auf einer glatten Fläche. Und Sie können wahrscheinlich 10 verschiedene Figuren unterschiedlichster Größe oder sowas nebeneinander stellen. Sobald ein solcher Dinosaurier kommt, sind kleine Jungs auf jeden Fall hin und weg. Ich glaube, bei den Mädels sieht es nie anders aus. Wichtig aber bitte bei so einem Spielzeug ist natürlich die Tatsache, dass der auch entsprechend brüllen kann. Der sieht giftig aus. Der hat diese schon fast täuschend echte Schuppenstruktur. Der ist cool gezeichnet. Der ist richtig schnell, hat diese monströsen Krallen hier. Und macht natürlich auch entsprechende Geräusche. Diese rote Schnauze da von ihm haben sie natürlich geil. Ja. Bist du eigentlich, weißt du zufällig, ob das ein Pflanzen- oder ein Fleischfresser ist? Würde mich jetzt interessieren, ob der Diana unter Umständen von hat. Aber ich bin sicher, bei Kindern, wenn da 10 Figuren stehen und irgendwo ist ein Dino, die rennen alle zum Dino. Ja, und das ist ein Highlight. Der ist richtig groß, der ist eine Erscheinung und er läuft auch noch. Und zwar auf Befehl der Kinder. Sie haben die Fernbedienung gesehen. Wow, Diana, du hast ihn fest im Griff, oder? Ich kann gut parken, ja? Du hast den gut im Griff, ja? Deutsches Fragewort mit H, hä? So, ist der nicht richtig cool? Der hat hinten diese dicken Tatzen. Der geht also wie so ein Dinosaurier eben so geht. So sagt man doch zumindest. Wir haben doch alle die entsprechenden Filme im Kino gesehen. Vorne hat er eben diese messerscharfen Krallen und dem wollen sie ihm echt gar nicht begegnen. Aber wichtig, und ich glaube, ich weiß nicht, ob Sie das hören können zu Hause, ich hoffe das, der faucht und der brüllt und er macht richtig Getöse hier, dieser Dinosaurier. Wo du gerade die Größe angesprochen hast, ich finde die stattlich mit gut 45 cm in der Länge. Aufgefallen ist Ihnen zu Hause wahrscheinlich, dass der hinten mit seinem Stetz natürlich Bewegungen vollführen kann und natürlich auch mit seinem Oberkörper. Das heißt, er hat den Torso in der Mitte. Ich glaube, er wollte mich gerade fressen. Ich drehe ihn mal um. Diana, fahr ihn wieder weg. Aber der ist wirklich faszinierend. Das ist eine wirkliche Erscheinung. Und jetzt schauen Sie auf den Preis. 51,29 Euro. Ich glaube, die Faszination bei den Kindern ist hier wirklich absolut nicht in Euro auszudrücken. Diana, was machst du wieder mit unserem Dino? So, jetzt geht's weiter. Auf geht's. So, komm her. So, ist der cool. Was ich genial finde, das hat man selten bei so ferngesteuertem Spielzeug. Du hast einen ausgesprochen kraftvollen Akku mit drin. Der hält also fast eine Stunde, kann der laufen jetzt. Hier, du kennst das bei vielen Spielzeug, gerade bei so ferngesteuerten Autos oder sowas, mitunter gerade so im günstigen Preissegment. Da fährst du mal 10, 15 Minuten oder sowas mit einer Akkulade und dann ist auch schon wieder Feierabend. Der hier, der faucht und der brüllt und der läuft und so weiter fast eine ganze Stunde lang. Also wirklich ausgesprochen interessant. Wie gesagt, dieses Rote in diesem Maul, dieses Giftige und das Ganze in Verbindung mit dieser tollen Farbe hier. Ein Wahnsinnsspielzeug, würde mir als Erwachsener auch noch Spaß machen. Ja, ich glaube, das macht jedem Spaß. Auch Diana macht Spaß. Das ist ein Riesen-Highlight. Schauen Sie da mal zu, wie toll der fährt. Unsere ganze Firma ist begeistert. Und nicht nur die Kinder werden begeistert sein, sondern mit Sicherheit auch die Erwachsenen. Der Preis für Sie, Ihr TV-Sonderpreis, 51,29 Euro für, ich sage es immer wieder, leuchtende Kinderaugen. Und die werden ganz sicher leuchten. Sie bekommen diesen Dino mit der Bestellnummer
Nummer ZX7127 und die 569. Aha, aber wir haben jetzt gleich im Anschluss noch eine absolute TV-Premiere. Und da werden Sie gleich staunen, wir setzen noch eins drauf. Dieser Dino ist schon unglaublich faszinierend, macht alt und jung Spaß. Aber was jetzt kommt, setzt wirklich noch mal einen drauf. Ja? Ich habe den heute das erste Mal in der Hand gehabt und ich war hin und weg. Ich war komplett begeistert von dem guten Kerlchen und natürlich hat auch der jetzt hier schon mal so eine giftige Farbe. Das ist so ein bisschen ins Lila hinein, also der sieht immer fast ein Stück gefährlicher aus. Den mache ich auch mal an, weil der natürlich auch jetzt hier sein Fauchen und so weiter von sich gibt. Achtung, Achtung, Moment. Oh mein Gott. Ist das cool? So, und jetzt halte ich ihn mal ganz kurz in der Hand, bevor ich ihn mal laufen lasse. Denn der hat eine eigene Art. Wow. Sehen Sie das hier? Komm, bleib mal bei mir. Der spuckt ja Feuer. Ja. Oder zumindest Rauch, ja. Wow. Siehst du das? Ist das cool gemacht, ja? Hören Sie dieses Gebrüll, dieses Getöse jetzt hier, ja? Also, wenn man sagt, only the fittest survive, ist der hier natürlich ganz vorne dabei. Der macht sogar sein Maul auf und zu. Das ist also wirklich genial, Diana. Ich darf ihn... Vorsicht! Der beißt. Ja, ja. Diana erschrickt. Ja. Der ist natürlich... Aber das mit dem Rauch, also das ist ja wirklich der Wahnsinn. Und dann leuchtet auch das Maul, als würde er noch Feuer spucken. Ich hoffe, Sie haben das gesehen. Da. Guck mal hier. Oh. Das setzt ja natürlich noch mal eins drauf. Das ist natürlich richtig cool. Ja, komm mal hier. Zwischendurch immer mal so ein bisschen Feuer spucken. Der hat dieses rote Leuchten in den Augen. Der hat dieses blutrote Maul. Ja, also der hat definitiv, hat er schon so zwei, drei Opfer gehabt heute. Der hat diese Krallen vorne, diese dicken Tatzen hinten, dass er also richtig schnell ist. Aber er hat natürlich Konkurrenz. Denn jetzt kommt hier Professor Hammond. Ich lasse mir das mit jetzt nicht mit dem zweiten Dinosaurier. Jetzt können wir hier den Dino machen. Oh, ich hol dich, Diana. Ich hol dich. Ja, also, ehrlich. Könnten wir die restlichen Produkte aus der Sendung einfach weglassen und machen jetzt hier den Dino-Kampf? Achtung, jetzt. Jetzt wird es interessant. Und ich glaube, der fängt an mit Feuerspucken. Ich hau wieder ab. Und das macht ja unglaublich Spaß. Also selbst mir alten Esel und Ihnen wird es genauso ist Spaß das machen. Cool? Dessen bin ich mir sicher. Das ist der Wahnsinn. Guck mal, er flüchtet sogar rückwärts. Also schauen Sie sich die Quoten stehen 10-1 für Diana, ne? Ja, ich habe gerade gehört, die anderen werden auch furchtbar. Ich mache mich lieber mal vom Acker hier, ja. Aber wo bin ich denn? Weg. Komm zu mir. Ist er hängen geblieben? Oh, ja. Komm mal. Du hast eben, zurück. Du hast eben also schon sehr, sehr flotten Biss da abgelassen. Ja. Also ich meine, jetzt machen wir uns doch nichts vor. Ich meine, jetzt natürlich, Sie sehen, Jetzt fress ich ihn. Ah, ich hole ihn. Gott. Jetzt wird's gefährlich. Also, die zwei zusammen, jetzt machen sie auch noch einen Tango. Die zwei zusammen sind natürlich der absolute Hit. Wir haben den Sieger für heute. Also, alle, die auf Diana gewettet haben, haben gewonnen. Oh, und jetzt braucht er auch noch. Also, die zwei zusammen, das wäre ein Hitkasten. Ihr seid ja schon ein bisschen bekloppt, ihr zwei, oder? Ja, aber es macht doch unglaublichen Spaß. Jetzt gucken Sie sich mal das Preisgefüge an. Wir reden von ein paar Euro über 50. Macht unglaublich viel Spaß. Beide haben einen starken Akku. Die machen also beide fast eine Stunde, machen die dieses Spektakel mit. Der zweite hat natürlich jetzt hier, und das wäre jetzt mein klarer Benefit oder mein klares Plus, dieses bewegliche Maul und er speit eben. Jetzt habe ich gewonnen, jawohl. Ich habe ihn mit einer speziellen Taktik habe ich ihn geschlagen. Sie sehen das offensichtlich. Ja. Mensch, ist das irre. Das könnte ich jetzt eine Stunde weitermachen, wirklich. So, Diana, komm, mach dich vom Acker hier. Komm, hüpf mal weg. Ja. Ah, ist das schön. Ist das schön. Dieses Gebrüll hier gerade im Studio. Das kenne ich sonst noch aus der Maske. Das ist natürlich. Das ist natürlich großartig jetzt hier. Sie sehen, Sie können also ohne weiteres beide steuern. Die haben eine ordentliche Reichweite. Und wir haben uns die Fernbedienung von den beiden Kerlchen noch gar nicht angesehen. Das ist also keine klassische Fernbedienung mit so Sticks nach vorne oder hinten, rechts und links. Die sehen also so aus wie so ein typisches ausgestorbenes Dino-Skelett jetzt hier. Also richtig Spitzenklasse. Haben auch einen Demo-Modus. Sie können den auch ganz einfach mal so laufen lassen. Aber alles jetzt. Oh.
Also gut, griechisch-römisch hat Diana gewonnen. Ich gebe es wieder zu. Es steht 2-1 für Diana. Aber ich glaube, Sie sehen, er schleppt ihn in seine Höhle. Uns alten Eseln das schon Spaß macht. Mit Rauch jetzt gerade mal für 5 Euro mehr. 56,99 Euro. Das ist Ihr TV-Sonderpreis. Und die Bestellnummer hier für unsere TV-Neuheit mit dem Rauch hier, das ist die ZX7232 und die 569. Ich finde es jetzt richtig schade, dass wir da nicht mehr weiterspielen dürfen. Aber ich glaube, wir dürfen da nachher noch ein bisschen brüllen und spielen, oder? Ja, das machen okay. wir okay, also, das ist jetzt ein Highlight, worauf jeder steht, egal in welchem Alter, aber die Kinder werden solche leuchtende Augen bekommen. Aber jetzt bekommen wir Älteren leuchtende Augen. Jetzt kommen wir zu unserer Jugend zurück. Und alle in meinem Alter werden sich erinnern, wo unser hauptsächliches Taschengeld damals hinging. Ja, das kann man erinnern. Das ging so in den ein oder anderen Spieleautomaten. Damals war es so Pac-Man. Und Asteroids hieß das damals und so weiter. Also diese ganzen Spielegeschichten, das würdest du konntest erst mit 18 da rein. Ja? Wir hatten es im Sportheim. Ja? Im Sportheim, also als ich Fußball gespielt habe, im Nebenzimmer stand so ein Dattelautomat. Drei Spiele für eine Mark, aber glaub mir, da ist mal so die manche Mark rein. Da ist schon so manche Mark reinmarschiert. So, und das Gleiche kriegen Sie jetzt hier von uns in Form einer Retro-Spielekonsole. Sieht so ein bisschen aus wie eine Spielekonsole so aus den typischen späten 80ern, frühen 90er Jahren. Schönes großes Display natürlich jetzt hier mit Soundeffekten und so weiter. Und insgesamt haben Sie auf dieser Spielekonsole, jetzt halten Sie sich fest, 200 Spiele drauf. 94 davon können Sie übrigens gerne zu zweit spielen. Und deswegen ist hier also auch noch ein zweiter Controller mit dabei. Und Diana hat schon ein weiteres Highlight entdeckt. So eine Spielekonsole ist natürlich großartig, wenn man mal gelangweilt in der Bahn sitzt. Ja, dann hat sie so eine Fahrt von 2-3 Stunden vor sich. Oder auch mal gelangweilt von mir aus mit dem klassischen Linienbus unterwegs ist. Oder vielleicht auch zu Hause mal an so einem verregneten Sonntag mit seiner Zeit nichts anzufangen weiß. Da sind 200 Spiele fantastisch. Das ist der perfekte Time-Waster. Aber Sie können diese Spielekonsole natürlich auch entweder alleine oder zu zweit gerne auch hier mal an den Fernseher anschließen. Das habe ich jetzt hier mal gemacht. Jana ist schon mit dabei. Auf 27, genau, spielen wir Extreme Rally. Und das wäre jetzt mal ein schönes Rennspiel. Ja. Dass ihr jetzt gegeneinander spielt. Two player, please. Jetzt bin ich gespannt. Also da setze ich jetzt auf Diana, weil ich weiß, die fährt wie eine gesenkte Sau, so, sagt man so schön. Also warte mal, ich bin Moment. Oder? Ich müsste grün sein, glaube ich. Und? Start. Ich bin grün. Also irgendeiner hat den Start verschlafen. Diana hat klar den Start verpennt. Ja. So, und da fahren aber die jetzt gegeneinander. Aber es kommt ja noch ein Parcours. Guck mal, da hebe ich schon ab hier. Yeah. So, und das ist jetzt nur eins. Aha. Das ist nur, ja, der Dino ist auch noch am Fauchen. Ja. Das ist nur eins von insgesamt 94 Spielen, die Sie eben zu zweit spielen können. Und das an jedem Fernseher. Und es macht unglaublich viel Spaß. Wir haben jetzt hier mal den Ton mal ausgeschaltet. Aber grundsätzlich können Sie das natürlich auch mit Ton spielen. Da sind verschiedenste Sachen mit dabei. Da sind Rennsimulationsspiele dabei, wie diese jetzt hier. Da sind Geschicklichkeitsspiele mit dabei, sogenannte Arcade-Spiele, Schießspiele und. Also da ist wirklich für jeden Geschmack das Passende mit drin. Und ich muss mich jetzt hier gerade mal konzentrieren, Sekunde. Ja, ich finde es faszinierend. Und es ist eben für jede Generation. Das sind die Spiele der 80er und 90er Jahre, mit übrigens auch den gleichen Sounds, die es damals gab. Also, jetzt Nummer 1 hat Carsten gewonnen. Aber Sie werden mit Sicherheit die richtigen Spiele finden. 200 Spiele in der Konsole schon integriert. 94 Spiele davon, um mit bzw. gegeneinander zu spielen. Und hier sehen wir, ich weiß, Diana und Kristen, die haben sich stundenlang duelliert bei verschiedensten Spielen. Ja. Und das ist für mich ein Highlight. Und schauen Sie mal auf den Preis. Inklusive 200 Spiele, Zusatzcontroller, Anschlusskabel für den Fernseher. Und wenn Sie unterwegs sind, können Sie auch am Display alleine spielen. Das Ganze ist batteriebetrieben. Für 18,99 Euro bekommen Sie ein Stück Ihrer Jugend zurück, meine Herren, vielleicht auch meine Damen. Und Sie können der Jugend von heute zeigen, wie der Papa oder der Opa früher gedattelt hat. Ja, und jetzt muss ich sagen, ich habe früher für 3 Spiele 1 Euro bezahlt. Jetzt kriege ich 200 Spiele, die ich unendlich, D-Mark waren es damals, Entschuldigung, Mark. Ich habe gerade Euro gesagt. Ja, Mark, ja. Ja, viele meiner Kollegen meinen ja, ich habe noch auf Steinkartafeln gemeißelt, aber nein, es gab damals schon Geld. Ja, aber 18,99 Euro für die Konsole, Zusatzcontroller, 200 Spiele, ist der Wahnsinn. Sie bekommen diese Retro-Spiele-Konsole mit der Bestellnummer ZX3033 und der 569. Und hier müssen Sie schnell sein. Ich erinnere mich, im letzten Jahr vor dem ersten Advent war diese Spielekonsole komplett ausverkauft, weil es auch ein sehr, sehr beliebtes Geschenk ist. Ja, ja. Man darf
darf sich aber, und das möchte ich immer dazu sagen, auch selber beschenken. Man darf sich auch selber meine Freude machen. Entschuldige mal, 19 Euro. Also wenn du jetzt mal überlegst, was du alleine bezahlst, wenn du nur mal in die Innenstadt einer Großstadt fährst, fürs Parken, für Sprit und für sonst irgendwas, da hast du so eine Spielekonsole locker wieder draußen. Und bei 200 Spielen hat jeder seinen ganz persönlichen Favoriten mit dabei. Und wenn da mal Jung gegen Alt, der Vater gegen den Sohn oder der Opa gegen den Enkel spielt, was meinst du, was da für ein Spaß aufkommt? Hast du überall da, wo ein Fernseher ist, kannst du es auch mal groß, ganz einfach auf den großen Fernseher bringen, mit dem entsprechenden Klinkestecker. Das sind also Anschlüsse, die hat jeder moderne Fernseher heutzutage noch. Und dann können Sie das überall mal zocken oder eben auch ganz einfach mal in die Hosentasche stecken und einfach mal mitnehmen. Also ein cooles Teil. Nochmal die Bestellnummer ZX3033 und die 569. Der Preis 18,99 Euro. Wir bleiben noch ein bisschen in der Nostalgie bei den Retro-Spielen. Aber jetzt haben wir hier etwas, was mich wirklich an diese Kisten, sage ich jetzt mal, wo wir früher vorne dran saßen, erinnert. Weil das ist eigentlich 1:1 nachgebaut. Ein bisschen kleiner zugegeben, aber dafür wesentlich günstiger auch im Betrieb. Da muss man nicht immer einen Mark oder Euro reinstecken. Oh ja. Das ist jetzt so ein richtiger Spielerautomat. So ein richtiger Daddelautomat. Und genau so sahen die damals aus. Du hattest auf der einen Seite diesen Steuerhebel, diesen Steuerknüppel, diesen Controller, würde man heutzutage dazu sagen. Und dann hast du natürlich hier Knopf A und Knopf B. Der eine im Prinzip zum Laufen oder zum Springen und der andere zum Schießen. Es war eigentlich relativ einfach gestrickt. Und witzigerweise bei diesen Spielen konnte man dann auch mehr oder weniger immer dann auch irgendwo eine gewisse Serie erkennen. Ich glaube, ich habe mal 8 oder 9 Stunden Pac-Man durchgespielt, weil ich irgendwann wusste, wo die Geister langlaufen. Ach so, waren es die Boni? Ja. Also wir sind auf Rekordjagd gegangen ohne Ende. Und genau diese Spiele haben sie natürlich jetzt hier mit dieser Retro-Spiele-Konsole aus. Jetzt guck mal hier, das ist so richtig schön im Stile der 80er, 90er Jahre gemacht, schön bunt. Heute würde man sagen kitschig. Ich persönlich fand's damals cool und finde es heute auch noch großartig. Und der Hammer ist, das gute Stück ist also akkubetrieben und kannst hier locker mal bis zu 4 Stunden ohne weiteres mit einer Akkuladung durchzocken. Also Akku, keine Batterie. Ganz wichtig, immer wieder aufladbar. Richtig, ist immer wieder aufladbar, okay. Muss also auch keine Batterien und nichts mitbringen. Und du hast hier ebenfalls 200 Spiele drin. Und das macht schon richtig Spaß. Alleine hier das allererste Spiel finde ich schon großartig. Moment, ist mir irgendwie verrutscht. Gehen wir nochmal zurück. Der hier, der F1. So, ach, das ist der Düsenjäger, ja? Ja, ganz genau. Das natürlich mit Soundeffekten und so weiter. Ich versuche das mal auf dem Kopf zu spielen. Aha, jetzt wird es interessant. Das ist also wirklich, wenn man davor sitzt, schon schwer genug. Aber es macht riesig Spaß. Mich erinnert es eben an die ganzen Spiele. Und egal, ob Sie so Ballerspiele spielen wollen oder Autorennen oder auch mal Geschicklichkeitsspiele, Puzzle, all das ist hier drin. Denn auch in diesem Automat stecken 200 verschiedene Spiele drin. Und da findet jeder was. Das ist ganz, ganz sicher. Und die zwei sind jetzt beschäftigt. Merken Sie es? Ton kann man übrigens laut und leise machen. Ja. Aber ich finde diesen Sound der 80er eben auch noch so interessant. Ja, das hat er nicht. Aber ich hab's noch drauf hier, siehst du? Guck mal, Diana ist auch nicht mehr ansprechbar. Hallo Diana. Ja? Wie geht's dir? Schau mich doch mal an. Aha, guck doch mal. Hallo. Das ist absolut. Da sehen Sie, die Faszination. Es gibt kein Multitasking, das ist eine Illusion. Mhm. Ja, wenn man einmal drin ist in diesem Tunnel, in diesem Spiel, dann will man den Rekord. Der eine macht 5000 Punkte, dann wollen Sie 6000 Punkte haben. Jetzt haben Sie die 6000 Punkte, dann will der andere 7000 Punkte haben. Und so geht das Stunde um Stunde um Stunde, bis der Akku leer ist. Ja, natürlich. Natürlich. Ja. So. Und genauso war das doch damals auch. Da standen Ihre 3, 4 Kumpels oder was, 2, 3 gute Freunde daneben. Und dann hat man ganz einfach mal ordentlich gezockt, bis entweder das Taschengeld alle war, bis der Laden zugemacht hat. Oder bis einer so einen Jackpot hatte, wo man dachte, okay, da kann ich jetzt heute also gar nicht mehr mithalten. Ist ein richtig cooles Teil, eine super Geschenkidee für kleines Geld. 200 Spiele in dieser Retro-Spiele-Konsole. Und Sie werden Ihren ganz persönlichen Favoriten finden. Und ich behaupte nicht nur einen, da sind viele Spiele drauf, die Ihnen richtig Spaß machen werden. Ja, und das für gerade mal 28,49 Euro. 200 Spiele inklusive Controller, das ganze Akku betrieben. Der Sound der 80er, der Charme der 80er. Man holt sich ein Stück Jugend zurück. Und kann auch, und das möchte ich nochmal betonen, der jungen Generation mal zeigen, die Väter und Großväter früher gedattelt haben. Und glauben Sie mir, auch die sind fasziniert. Die Bestellnummer von diesem Retro-Spielautomat ist die NC 7459 und die 569. Der Preis, Sie sehen ihn noch eingeblendet, Ihr TV-Sonderpreis 28,49 Euro. Und das wäre auch mal so eine Geschenkidee für Männer, so um die 50 herum, wo man sagt, die haben doch schon alles. Ja. So eine Retro-Spielekonsole haben sie wahrscheinlich. Haben sie nicht. Noch nicht. Nee. So, und jetzt gehen wir ganz andere Dimensionen. Wir gehen mal ein bisschen in die Lüfte mit den, und das kann ich gleich vorwegnehmen, beiden
besten Quadrocopter, die wir im Sortiment haben. Ja, mit Abstand, finde ich persönlich. Also wir haben zwei verschiedene Modelle für Sie. Das hier ein Klassiker, den wir letztes Jahr schon hunderte Male verschicken durften. Sehr cool natürlich auch hier in dieser praktischen Transportbox. Und ich glaube, jeder hat doch schon mal zumindest den Traum gehabt, mal sein eigener Pilot zu sein, mal so ein eigenes Fluggerät selber zu steuern. Und das wird natürlich mit so einem Quadrocopter, mit so einer Drohne absolute Realität. Ich zeige Ihnen das zunächst einmal so ein bisschen sachlich und ja, so ein bisschen uncool. Das heißt, Sie werden also hier alles in dieser Verpackung drin haben, was Sie brauchen. Auf der einen Seite natürlich den Quadrocopter und auf der anderen Seite die Fernbedienung und das Ganze natürlich auch, wenn Sie noch Zubehör und so weiter haben, Kabellage zum Aufladen und all diese Dinge passen hier natürlich ebenfalls rein. So, und wenn Sie dann hier ein schönes Plätzchen gefunden haben, wo Sie ganz gerne fliegen möchten, dann packen Sie den ganz einfach aus, packen hier die entsprechenden Flügel aus. So sieht das Ganze dann aus. Ich finde, der ist Hammer gemacht mit diesem silbernen Korpus, diese schwarzen Flügel hier an der Seite und die schwarzen Rotoren. Einschalten. So, einmal hier. Und dann brauchen Sie eigentlich nur noch die Fernbedienung dazu. Und die habe ich jetzt hier. Die wird eingeschaltet. Zack, dauert einen kleinen Moment, bis er sich verbunden hat. Jetzt ist er auch schon verbunden. Ja, und dann kann es quasi auch losgehen. Ist natürlich auch bestens für Anfänger geeignet. Halt mal deine Karte fest, weil jetzt wird es windig. Oh, ja? Ja, okay. Ich muss meine auch mal wegtun. So, ganz einfach einschalten. Ja, das heißt, die Rotoren starten lassen. Und jetzt geht es ab in die Lüfte. Ganz einfach mit einem einzigen Tastendruck geht es jetzt ab und hoch. So. Das Schöne ist, der Quadrocopter, der pendelt sich jetzt auf einer Höhe von so 1,50 Meter bis 1,80 Meter ungefähr ein. Und jetzt können Sie also ohne weiteres auch mal die Fernbedienung auf den Tisch legen. Der würde jetzt hier stabil in der Luft bleiben. Der hat eine 4K-Kamera vorne drin, das gute Stück, und fliegt absolut strichgenau. Ein 6-Achsen-Gyroskop, der hat einen sogenannten Optical Flow, mit dem man hervorragend hier in der Spur bleiben kann. Übrigens auch verschiedene Geschwindigkeitsstufen, je nach Flugvermögen, je nachdem, wie viel Erfahrung man hat. Und er überträgt das Live-Bild der Kamera hier auf Ihr Smartphone und das spielt der Hersteller überhaupt keine Rolle. Die App gibt es kostenlos und dann fliegen Sie jetzt hier Ihre Runden. Das ist ein super geniales Teil, macht unglaublich viel Spaß zu fliegen und ich weiß, dass das nicht nur bei uns Männern der Fall ist. Ich drehe mal rum, damit wir uns vielleicht mal das Bild anschauen können. So, wir filmen mal uns hier. So, ja, Achtung. Da sind wir. Da gehen wir mal rüber. Da sind wir. Da sind wir. Also wirklich tolle Aufnahmen und richtig Spaß, Carsten, macht das Fliegen natürlich nicht nur im Studio, sondern draußen, in der freien Natur, oder? Moment. Du hast alles im Griff. Ja, pass auf. So. Man sieht natürlich, man braucht ein bisschen Platz dafür. Also wenn Sie mutig genug sind, geht das im Wohnzimmer. Ja, gedacht ist dieser Quadrocopter eigentlich für den Außenbereich, denn er fliegt bis zu 100 Meter in die Höhe. Und er fliegt bis zu 300 Meter in die Entfernung, da man den wahrscheinlich dann mit dem bloßen Auge gar nicht mehr erkennen kann. Haben Sie natürlich jetzt hier vorne die blauen Elemente, die blauen LEDs und hinten die roten LEDs, dass man ganz genau weiß, was ist hier eigentlich Sache. So, ich gebe mal hier den Steuerknüppel ab und lasse Diana mal fliegen. Diana ist keine geübte Drohnenpilotin und hat das gute Stück trotzdem hervorragend im Griff, weil sie auch als Anfänger ohne weiteres damit super zurechtkommen können. Der hat eine super Flugzeit, der fliegt also ungefähr 25 Minuten mit einer Akkuladung und ist ausgesprochen stabil im Flugverhalten. Jetzt kannst du die Kamera natürlich so lassen, wie sie jetzt ist. Du kannst sie aber auch gerne mal im Winkel drehen. Und bei einer Flughöhe von bis zu 100 Metern hast du natürlich jetzt auch mal eine schöne Aufnahme, ein sogenanntes Selfie zum Beispiel, mal aus 50, 60 Meter Höhe. Wenn du mal mit einer größeren Gruppe oder was unterwegs bist oder feierst mal einen coolen Geburtstag oder so, dann kannst du das natürlich jetzt hier mal aus einer ganz anderen Perspektive filmen. Ansonsten, wenn Sie natürlich mit so einem Fluggerät unterwegs sind, respektieren Sie, da sind Sie erwachsen genug, bitte das Recht am eigenen Bild anderer Personen. Fantastisches Teil, hat sich hervorragend verkauft. Wenn man ihn einmal in der Hand hatte, will man nichts anderes mehr. Und grundsätzlich, wenn du mit so einem Quadrocopter draußen, wenn du den starten lässt, der klingt ja wie so ein Bienenschwarm. Kommst du mit jedem ins Gespräch, der dran vorbeiläuft? Mit Sicherheit. Und gerade diese Option, die wir hier haben, also 4K-Kamera, GPS-Steuerung, 300 Meter Reichweite, 25 Minuten Akkulaufzeit, ja, das sind Optical Flow und. Das sind eigentlich Optionen, die du sonst nur ab 300 Euro, sage ich mal, bekommst. Hier komplett für 123,49 €. Die Bestellnummer für diesen wirklich schon fantastischen Quadrocopter ist die NX4940 und die 569.
Und wir fliegen da immer sehr, sehr oft damit, auch draußen eben. Da macht es richtig Spaß. Sie sehen eine Halterung für Smartphone, wenn Sie allein unterwegs sind, ist an der Fernbedienung mit integriert. Wenn Sie zu zweit sind, nimmt einer das Smartphone und kann dann auch den Winkel, die Ansicht verstellen, wie er will. Und also ich finde es wirklich der absolute Wahnsinn. Aber wenn ich jetzt sage, der absolute Wahnsinn, wir setzen dem noch einen drauf, das kann ich Ihnen gleich sagen. Wir kommen gleich zum großen Bruder. Aber ich nenne Ihnen hier für diesen nochmal wirklich die Bestellnummer. Das ist die NX4940 und die 569. Der Preis ist nicht 200-300 Euro, sondern Ihr TV-Sonderpreis ist gerade mal 123,49 Euro. Und ein Highlight für Jung und Alt. Und was ich vorhin gesagt habe, diese Sicherheit. Ich fand das so faszinierend. Man hat ab dem ersten Flug hat man diese Sicherheit. Ja. Man fühlt sich vertraut. Und das gilt auch für derzeit unser leistungsstärkste und ich behaupte jetzt mal beste Drohne, Quadcopter, den wir haben. Der setzt allem nochmal eins drauf. Ja, jetzt müssen wir mal Platz machen für die ganzen Geschenkekartons. Der kommt natürlich auch in dieser praktischen Transporttasche. Da ist sogar noch ein Trageriemen mit dabei und so weiter. Also da merkt man schon, von welchem Hightech-Material wir hier wirklich sprechen dürfen. Das hat alles Hand und Fuß, das ist griffig, das ist von der Materialqualität her großartig. Und auch dieser ist natürlich jetzt hier so eingepackt, dass er ohne weiteres auch mal transportiert werden kann. Schauen Sie mal, so sieht das Ganze aus. Reichlich Platz für das komplette Zubehör, für Akkus und so weiter, für den Quadrocopter an sich, für die Fernbedienung, für den Ersatzakku beispielsweise, für die komplette Kabellage und. Und auch der ist rucki-zucki flugfertig. Das heißt, der wird ganz einfach nur ausgepackt. Das heißt, die nehmen diese Flügel jetzt hier kurz auf die Seite. So, dann wird er eingeschaltet im hinteren Teil. Aha. Meldet er sich direkt hier, ja. Deutlich und zu was hören. Sie gleich sehen werden, ich möchte Sie bitten, darauf zu achten, ist, dass der hier vorne einen Kollisionsschutz hat, dieses kleine Ding hier im vorderen Teil. Natürlich ist der auch hier vorne ausgestattet mit einer sogenannten 4K-Kamera und das übrigens auch mit einem sogenannten Gimbal. Das heißt, Sie sehen das jetzt schon hier hoffentlich in der Kamera, egal wie Sie den Quadrocopter fliegen, die Kamera vorne, die 4K-Kamera, bleibt immer in der richtigen Position, immer in der entsprechenden Waagerechten. Und das sind Aufnahmen, die möchten Sie genau so haben, wie es ist. Jetzt packe ich die Fernbedienung noch mit dazu. GPS mache ich hier im Studio mal aus. Beide haben natürlich auch einen GPS-Controller mit drin, beziehungsweise ein GPS-Modul mit drin. Ja, und dann geht es quasi auch schon los. Na, komm her. Und dann kann man wirklich sagen, nur fliegen ist schöner. 800 Meter Reichweite, das ist ganz enorm. Da können wir also wirklich mal den ganzen Straßenzug überfliegen. Machen wir noch mal an und aus. GPS ausschalten, wenn Sie innen fliegen. Aber bei dem würde ich Ihnen wirklich raten, gehen Sie raus. Das Wohnzimmer kann gar nicht groß genug sein, um ihn zu fliegen. Sie haben 800 Meter Reichweite, 120 Meter Höhe. Dann natürlich auch diesen Abstandssensor, der wirklich auch Hindernisse erkennt und dann einfach auch stoppt. Und das ist das, was ich so phänomenal finde. So, ja? Jetzt haben wir es. Und jetzt fliegst du hin, du lässt ja das einfach nicht nehmen, oder? Nee, natürlich nicht. Der ist natürlich jetzt auch speziell für den Außenbereich gedacht. Trotzdem bringe ich ihn jetzt ganz einfach mal in die Lüfte. Und da hörst du natürlich schon, was hier für ein Getöse passiert. Wir sind auch gleich wieder zurück hier bei uns im Studio. Und es macht einfach unglaublich viel Spaß. Sie haben gesehen, wie schnell Sie den an den Start kriegen können. Und der ist natürlich noch mal ein Tick weit stabiler. Alleine so vom Flugverhalten, weil der eben auch dieses 6-Achsen-Gyroskop hat. Der hat diesen Optical Flow, das heißt die Kamera, die nach unten zeigt und natürlich ebenfalls auch hier wieder das Live-Bild ganz einfach auf Ihr Smartphone transportiert. GPS-Modul für den Außenbereich, das heißt, Sie können dem Quadrocopter ohne weiteres mal eine Richtung vorgeben oder einzelne Punkte auf der Karte antippen, die das gute Stück dann abfliegen soll. Das alles ist ohne weiteres möglich. Und Sie haben hier 120 Meter in der Flughöhe und 800 Meter in der Entfernung. Und wenn Sie natürlich jetzt hier mal so richtig schön eine ordentliche Portion Spielzeug haben möchten, dann kann das so bei Ihnen zu Hause von mir aus im Wohnzimmer aussehen. Und ich gehe mal ganz runter mit dem Quadrocopter, dann können wir natürlich hier also auch jederzeit ganz einfach mal die entsprechenden Dinos mal filmen. So. Ein Stück runter, habe ich sie?
Ja, jetzt hast du sie gleich im Bild. Ich schaue gerade mal. Noch bist du bei uns, du musst noch ein Stück runter. Aber wir könnten natürlich auch die Kameraperspektive verstellen. Ja, Achtung, auch das geht, aber schauen Sie mal hier. Das ist jetzt das Live-Bild des Quadrocopters, der Kampf der Giganten. Das sieht ja aus wie Jurassic Park jetzt hier auf meinem Handy. Es ist phänomenal. Oh, und da ist auch. Oh, sehen Sie, jetzt, da sind sie am Kämpfen. Mensch. Das ist ein Spiel, egal welches, für die Dinos sind der Wahnsinn. Die Quadrocopter, neueste Technik zum bezahlbaren Preis. Weil ich weiß, diese Quadrocopter mit diesem Abstandssensor, mit GPS, mit diesem Gimbal, der kostet normalerweise 600 Euro und mehr. Ihr TV-Sonderpreis 360 Euro und 99 Cent. Die Bestellnummer für unseren leistungsstärksten Quadrocopter, hier die ZX5260 und die 569. Ich glaube, wir haben Ihnen faszinierende Geschenke für Groß und Klein gezeigt. Die Kinder werden sich freuen. Diana, die hat sich gerade verliebt in ihren Dinosaurier. Und Sie holen sich jetzt bitte rechtzeitig Ihr Weihnachtsgeschenk für liebe Menschen, damit die Augen leuchten.